Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es theologische Schulen im Plural geben muss, weil sozusagen eine Schule allein diese Aufgabe gar nicht bewältigen kann, weil sie immer nur eine bestimmte Perspektive entwickeln kann. Wenn man die analytische Tradition, die ja sehr stark aus dem angelsächsischen Raum kommt, jetzt ein bisschen ohne mit dem üblichen "rühr mich nicht an" deutscher Theologen anschaut, so scheint sie mir zwei entscheidende Bedeutungsträger oder Gewichte oder Bedeutungen zu haben. Die erste Tradition ist, sie bringt uns das englische Denken wieder nahe, das ja sozusagen einen ganz anderen Weg genommen hat als zum Beispiel der deutsche Idealismus und die Folgen davon. Insofern ist es ganz gut, insofern natürlich auch das englische Denken durch die heutige Weltlage und durch die Entwicklung der Universitäten eine gewisse globale Bedeutung gewonnen hat. Das Zweite ist, und das kann man nicht abstreiten, hat diese analytische Religionsphilosophie die große Bedeutung, dass sie die theologischen Themen, auch christliche theologische Themen, aber nicht nur christliche, sondern dass sie religiöse theologische Themen wieder im Herz der akademischen Diskurse, der Philosophie und anderswo verankert hat. Und insofern kann an diesem Diskurs über theologische Themen jede Frau und jeder Mann teilhaben, auch wenn er keine persönliche Glaubensüberzeugung hat oder nicht. Das ist meiner Ansicht nach eine ganz große Stärke. Auf der anderen Seite rede ich immer von der kontinentalen Tradition her, aus der auch ich ein bisschen komme, haben wir diese Art zu denken mit zwei Stigmatisierungen versehen. Die erste Stigmatisierung oder Ablehnung hieß, das ist ja Neuscholastik. Und Neuscholastik war ja in den 70er Jahren das Label, das man jemandem verhängte, wenn man ihn ausgrenzen wollte. Ich habe hier lange am Werk von Karl Rahner gearbeitet und dessen Traktat übersetzt und habe gemerkt, diese scholastische Theologie ist nicht so blöd oder so komisch oder so seltsam, wie man immer getan hat. Sie hat ganz große Stärken, was Pater Rahner am Ende seines Lebens ja auch bezeichnet hat. Insofern kommt uns in der analytischen Tradition eine gewisse Form von Schultheologie und Philosophie wieder entgegen, die auf präzise Begriffe, klare Regeln, logische Strukturen und Nachvollziehbarkeit Wert legt. Und das, meine ich, tut uns gut, wenn wir nicht, jetzt darf ich mal so sagen, prophetische Theologen, sondern Diskursteilnehmer sein wollen, denn dann müssen wir auch argumentieren. Insofern halte ich eine solche Konferenz, in der unterschiedliche Zugänge und unterschiedliche Perspektiven miteinander ins Gespräch kommen, für höchst hilfreich und sehr notwendig. Vor allen Dingen, wenn man der Überzeugung ist, dass die Theologie und auch der Glaube an Gott rationalen Standards genügen muss. Und das ist meiner Ansicht nach der Hauptgrund der Bedeutung der Scholastik. Diese Debatte zwischen scholastischer Theologie als einer argumentierenden Theologie, die auf Gründe und Gegengründe Wert legt, und einer sogenannten spirituellen oder knieten Theologie, war ja schon das Problem im Mittelalter. Aber ich bin der Überzeugung, dass zumindest in der katholischen Tradition die Scholastik gewonnen hat. Denn wenn wir über der Überzeugung sind, dass die Rede von Gott wahr ist, dann muss sie rationalen Standards, und das heißt Gründen, standhalten. Und diesen Prüfungstest müssen religiöse Überzeugungen bestehen, wenn sie einen Anspruch erheben wollen, heute auch für andere zu gelten und nicht nur Ausdruck meiner bestimmten Gestimmtheit sein wollen.